Heute zeigen wir euch, wie ihr in kürzester Zeit eine wundervolle Chill-Out-Area im Fairy-Garten-Format basteln könnt. Um den Minigarten im Topf basteln zu können, lege die benötigten Materialien bereit und schaffe dir eine ausreichend große Arbeitsoberfläche. Der Topf sollte zunächst mit einer Schicht Bleton gefüllt werden. Darauf folgend können die Mini-Pflanzen wie Sukkulenten oder Mini-Kakteen eingepflanzt werden. Hier kannst du deine Kreativität freien Lauf lassen. Die nicht bedeckten Flächen werden mit dem Miniaturkies aufgefüllt, so dass die Erde nicht mehr sichtbar ist. Zuletzt wird der Adirondack und die Blumentreppe positioniert und der Topf mit verschiedenen Minigartenzubehör wie ein Sonnenhut, Blumentöpfe, Sonnenblumen und einer Lichterkette dekoriert. Fertig ist euer Fairy Garden. Falls du auch einen Miniaturgarten basteln möchtest, die Miniaturmöbel findest du im miniatur-garten-shop.de. Wir hoffen, dir hat unser Video zum Thema Minigarten im Topf gefallen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Abonniere auch unseren Kanal und verpasse so keine weiteren Videos.